Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von OrgaTV. Wie ihr sehen könnt, haben wir heute einen Studiogast bei uns. Das ist der DJ Technik. Hallo. Ja, aber bevor er jetzt gleich noch für uns auflegen wird, seht ihr erst einmal noch ein paar Beiträge, unter anderem heute den dritten und letzten Teil vom Herzkongress. Dann war der Party Paul im Sound in Dillingen unterwegs. Und passend zu unserem Motto Rhythmus im Blut seht ihr auch noch einen Salsa-Beitrag. Aber nun erst einmal zu den News, die wieder von Anita und Natascha zusammengeschnitten wurden. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu den News. Assessment Center für Existenzgründer. Wer wissen möchte, wie ein Assessment Center funktioniert, und wie man auf andere wirkt, sollte sich anmelden. Das Ganze findet am 14. Juni von 9 bis 18 Uhr im Stadler-Zentrum statt. Kostenbeitrag beträgt 8 Euro inklusive Getränk und Imbiss. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Ein Sportstück. Das Schauspiel Ein Sportstück läuft momentan in der Alten Feuerwache. Das Stück wird mit guten Kritiken empfohlen und läuft noch bis zum 4. Juli. Nächste Vorstellung am 11. Juni um 19.30 Uhr. Karten gibt es vor Ort, online oder telefonisch. Peter Maffay Konzert. Der 63-jährige Musiker gibt am nächsten Mittwoch ein Konzert in der Saarlandhalle. Leis Eldin tritt als Vorgruppe auf. Es sind noch wenige Karten für Stehplätze verfügbar, also seid schnell. Beginn des Konzerts um 20 Uhr. La Vida Loca. Am Freitag, den 14. Juni, ist im Club 7 Salsa, Latin, R&B und Reggae angesagt. Der Rhythmus geht direkt vom Ohr in die Füße und stillstehen ist unmöglich. Einlass ist ab 23 Uhr. So, das war's von mir und nun zurück ins Studio. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass der Peter Maffay nach Saarbrücken kommt. Wie findet ihr den denn so? Ist das deine Musik oder eher gar nicht? Ja, nicht so wirklich, aber ich finde das ein cooler Typ auf jeden Fall. Ja, aber würdest du jetzt privat nicht hingehen und hörst du auch nicht? Oder? Nein, nee. Denke ich nicht. Und Fabienne, du? Ist nee, deine Musik? Also ich muss sagen, dass ich das auch, dass es jetzt nicht so meine Musikrichtung nee. Ist. Aber Peter Maffay, das sagt mir schon was noch aus der Tabaluga-Zeit. Ja, Tabaluga, genau, da kenne ich ihn auch noch. Genau, ja. Aber so also würde es auch nicht hingehen. Obwohl er jetzt nach Saarbrücken kommt, würde es nicht hingehen. Nee, eher nicht. Gut. Passend zu unserem Thema Salsa, habt ihr ja gesehen, am Samstag ist im 7 La Vida Loca. Wie sieht es da aus, Salsa? Gehst du gerne auf so Veranstalten, wo so Latino-Musik läuft oder auch nicht? Nee, das ist jetzt eher nicht so meins, so Salsa-Musik, das... gar nicht meins. Aber wie ist es bei dir? Du legst also sogar auf, Salsa. Gell? Leg ich auch auf, aber ich gehe selber lieber hin, als zu tanzen, als aufzulegen. Ne? Okay, ja. Alles klar. So, dann kommen wir jetzt wie immer zu unserem Gewinnspiel. Könnt ihr wieder zweimal Tickets, nicht Tickets, sondern Gutscheine gewinnen, vor dem Zeit von 5 Euro. Müsst ihr natürlich aber auch was für tun und zwar das Wort erraten. Die Anita und die Natascha waren wieder im Kindergarten. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann viel Glück, vielleicht könnt ihr ja gewinnen. Muss man Sport machen, rennen, schwere Sachen hochheben und mehr auch nicht. Da macht man Sport. Trainieren oder rennen oder Fernseher gucken. Und dann muss man Sit-Ups machen. Aber ich trainiere den ganzen Tag. Muskeln! Sagt jemand, Papa sei. Ja, wenn ihr gerade eben gut aufgepasst habt, dann schickt uns auch einfach bei Facebook eine Nachricht. Und der Gewinner wird dann per E-Mail benachrichtigt.
Aber jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Beitrag. Ihr habt ja bereits in den letzten beiden Wochen jeweils einen Beitrag zum Herzkongress am Universitätsklinikum in Homburg gesehen. Und heute seht ihr jetzt den letzten Beitrag. Da geht es um das VetLab. Das heißt, dass die Teilnehmer, die sich quasi die OP in Homburg live angeschaut haben, das Ganze dann an einem Schweineherz nach der OP praktiziert haben. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Great! Professor Dr. Schäfers ist seit 1995 Direktor der Klinik für Thorax- und Herzgefäßchirurgie am Universitätsklinikum in Homburg. Als Koryphäe auf dem Gebiet der Aortenklappenrekonstruktion führt er zweimal jährlich einen Herzkongress durch. Zu diesem reisen zahlreiche Teilnehmer aus aller Welt an, sei es Kanada, Israel oder Australien. Im Anschluss an die durchgeführten Operationen bietet ein sogenanntes VetLab die Möglichkeit, das soeben Erlernte an einem Schweineherz selbst zu praktizieren. Die große Attraktion des Herzkongresses ist dabei, dass die angereisten Chirurgen Professor Dr. Schäfers bei seinen Eingriffen über die Schulter schauen dürfen. Dies wird durch die Ausstrahlung der OP in ein separates Gebäude ermöglicht und bietet die Chance, zugleich Fragen zu stellen. Der Kongress dient vor allem dazu, das fundierte Wissen des Professors zu verbreiten und die spezielle Methode der Aortenklappenrekonstruktion zu publizieren. Der Direktor der Herz-Thorax-Chirurgie sowie sein gesamtes Team stehen den Teilnehmern dabei mit Rat und Tat zur Seite. Also ich muss sagen, ich fand die drei Beiträge wirklich sehr interessant. Hat auch bestimmt Spaß gemacht zu filmen und war auch bestimmt mal toll, da live dabei zu sein, oder? Ja, also ich fand es echt, es war eine tolle Erfahrung, tolles Erlebnis, da mal bei so einer OP live dabei zu sein. Und ja, auch, dass wir die Möglichkeit hatten, überhaupt dahin zu gelangen. Ja, überhaupt dahin durftet. Also, genau, ja. Ja. Gut, jetzt kommen wir wieder zu Party. Unser Party-Paul war mal wieder in der Disco gewesen, diesmal im Sound in Dillingen. Kennt ihr das? Kennst du das? Warst du da schon mal? Ja, ich war schon zwei, dreimal hin. Ja, und wie findest du es dort? Ja, ist eine coole Location auch auf jeden Fall. Also, und von der Musik her, was kannst du da sagen, was läuft da so? Oder? Ja, es gibt verschiedene Motorabende. Also ja. Ich glaube, jedes Wochenende immer was anderes. Und okay. Kann man sich dann aussuchen, ob man hingeht oder nicht. Und von den Preisen ist auch in Ordnung, also nicht überteuert oder so? Nee, das ist eigentlich, was man eigentlich auch von Kufa Nachtwerk kennt. Okay. Normale Preise. Und Fabienne, du warst da auch schon mal dort oder noch nicht? Nee, also da war ich bisher noch nie gewesen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich aus einer ganz anderen Ecke im Saarland komme. Ja, Dillingen ist ja jetzt auch nicht... ein bisschen weiter weg, kommst ja aus Bieskastel. Ne? Genau. Ja. Warst du schon mal dort? Oder? Nee, ich war auch noch nicht dort, deswegen freue ich mich jetzt auch auf den Beitrag. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Und ja, und für alle, die auch noch nicht dort waren, ist es jetzt wahrscheinlich auch interessant, mal zu sehen, was der Paul so erlebt hat. Und deswegen ist viel Spaß beim Beitrag. Wir machen Party, Bier und Bacardi. Was darf nicht fehlen? Jergi und Raki. Freestyle-Rap-Session hier in Dillingen. Dieser Sound wird gefeiert hier in Dillingen. Das Sound im Dillingen hat seit Dezember 2011 für euch die Pforten eröffnet und hat es in weniger als 12 Monaten geschafft, sich zu einem der beliebtesten Clubs der Region zu positionieren. Ein Mix aus grandiosen Eventkonzepten, der angesagtesten Musik und einem friedliebenden Partypublikum versprechen euch unvergessliche Partynächte. Zusätzlich zum Mainfloor hat das Sound einen kleinen Club, in dem neben der Hauptveranstaltung auch andere Musik gespielt wird, damit jeder auf seine Kosten kommt. Eine weitere Attraktion ist die Facebook Corner, wo ihr aktuelle Fotos von euch schießen könnt, um sie gleich bei Facebook zu teilen.
Schon von Anfang an bewies der Sound, dass Feiern in einer edlen Location auch mit fairen Preisen möglich ist. Der Eintritt kostet zwischen 3 und 5 Euro und die Getränkepreise liegen im guten Durchschnitt. Auch wenn der Sound ein Stückchen außerhalb von Saarbrücken liegt, gehört es jedoch zu den angesagtesten Clubs der Region und ist ein Besuch auf jeden Fall wert. Was hältst du von der Musik im Sound? Was läuft hier so immer? Hip-Hop, Tektonik ist auch schon gelaufen, Elektro, Reggaeton. Hier läuft eigentlich alles, außer Schlager und Volksmusik. Hier ist die Sprache Tanz, gibt keine andere. Egal woher du kommst, wenn du hier tanzt, versteht sich jeder. Wie gefällt es dir hier? Cool, auf jeden Fall, die Stimmung ist geil. Die Leute, die hier sind, sind cool. Also echt empfehlenswert. Hey, Sound, ey, wow, Sound ist special an hier, wow. Wie kann das sein, Mann? Ex ist dabei, weil jeder von euch Pussy-Rappern einfach zu weich rhymt. Alle zwei Zeilen wie ein Tritt in dein Weichteil. Ja, Mann, ich bin zu geil. VWT Stage-Time. Mucke über alles, bin der Patriot des Raps. Mit ner Pumpgun in your back. Auf der Suche nach euch Cracks. Außer uns ist alles Dreck. Raps zu hart in die Fresse rein. Der Hip-Hop-Lifestyle ist einfach mehr als einfach Gangster sein. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem heutigen Studiogast. Passend zu unserem Thema Rhythmus und Blut. Ja, dann DJ-Technik. Erzähl uns doch mal, also wie bist du denn dazu gekommen, DJ zu werden? Also eigentlich durch MTV früher, Yo MTV Raps, war eine alte Sendung, die mir halt gefallen hat, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die Leute so auflegen, was das so auf sich hat mit dem Auflegen, allgemein von Hip-Hop-Kultur so, und ja, hat mich halt einfach begeistert. Okay, also du bist jetzt aber nicht hauptberuflich DJ, sondern machst du es nur so nebenbei, oder? Ja, also DJ nebenbei, hauptberuflich bin ich Tanzlehrer, Tanzchoreograf, und das mache ich, wie gesagt, nebenbei, um mal ein bisschen was dazu zu verdienen. Und was für Tanzrichtung oder bist du da tätig? Also Hip-Hop, von LA-Style bis New-Style, Breakdance, Popping, Locking, eigentlich alles, was zu dieser Hip-Hop-Geschichte dazugehört, diese Urban Dance Arts, ja, das ist mein Bereich sozusagen. Okay, und wo hast du bisher schon aufgelegt? Boah, also unterschiedlich. Einmal auch als Club-DJ oder auch als für Meisterschaften, Tanzmeisterschaften als DJ in Frankreich, auch in Deutschland oft unterwegs gewesen, in Clubs wie früher mal in den kleinen Club von Kufa, Night Pearls, Jazzkeller auch, eigene Partys gehabt, Nachtwerk im kleinen Raum auch, Neon auch in Dillingen, direkt neben Sound, also schon einige Locations. Und dann noch eine Frage, wieso hat man denn als DJ überhaupt immer diese Kopfhörer an? Ja, da hört man halt die Lieder, die nachkommen, das heißt die Lieder, die laufen, die hören alle. Und die Lieder, die nachkommen, hört der DJ alleine erstmal und tut das Vorbereiten auf das Lied, das gerade läuft. Ach so. Ja, um dann halt anzupassen, um zu gucken, was passt nicht. Und ja. Ja, dann würde ich sagen, dann leg doch mal was für uns auf. Wait, smell, wait, smell, wait, smell, wait, smell.
Ah, danke schön. So, jetzt musst du uns aber auch mal zeigen, was du da jetzt genau gemacht hast. Erklär uns doch jetzt mal, okay, wie das so gehen würde. Also könnten wir das jetzt auch machen oder eher nicht? Ja, also immer ist klar, man hat immer die linke und die rechte Seite. Mhm. Auch hier den Master sozusagen von der linken und von der rechten Seite. Für was ist das jetzt die linke? Für was ist das jetzt? Das ist die linke Seite. Ja. An, aus, an, aus. Das ist wie normaler Pegel halt, ne? Okay. Das hier ist auch den Switcher, sprich Crossfader eigentlich, von links vielleicht auf rechts. Kann der Paul ja mit der Kamera mal ein bisschen hier hin kommen, ja, dass die Zuschauer das auch sehen. Man sucht dann zwei Lieder aus. Ja, ja. Zwei Lieder oder können es ja, auch also, mehrere sein? Ja, also du hast immer nur links, nur rechts, sind ja zwei. Ah, ja. Okay. Also du suchst schon erstmal zwei, wenn dann hier fertig ist, hast du die rechte Seite. Wenn die rechte Seite fertig ist, kann auch die linke Seite und so weiter, ja, von links nach rechts spielen. So, dann hier Q gibt es einmal und Play. Mhm. Einfach. Play erstmal. Das war das erste Lied, was wir gespielt haben. Ja. Und sieht man immer ganz schön hier, weil man hier alles digital hat, am Laptop, die, ein bisschen leiser, die BPM-Zahlen, ja. Vielleicht kann man mit der Kamera mal auf dem Laptop, dass die Zuschauer das auch mal sehen, wie das aussieht. Ja, hier habe ich 9650, das ist die Geschwindigkeit, Bits per Minute. So. Das ist das zweite Lied. Ja, und dann kann ich hier auch. Genau, man sieht 93 wird nicht passen, ja. So gehe ich hoch, auch auf 9650, ja. Suchen wir aber auch dann die Stelle aus, wo das losgeht. Haben wir auch hier die Grafik schön, ja. Okay. Spult vor zum Beispiel, dann geht es hier eigentlich los. Q ist immer die Markierung, wo das Lied dann starten soll. Ja. Ja. Mach dann mit Kopfhörer, wie gesagt, ne, erstmal vorher, ob das passt. Ja, wenn es passt, kann ich dann mit dem, ne, rausgehen und dann mit anfangen. Jetzt sind jetzt zwei Lieder auf einmal, ne? Hier kann man den Equalizer eigentlich, Höhe, Mitteltöne und Bass. Ich hier mit. Darf ich das auch mal ausprobieren mit dem? Genau. Okay. Ja. Dann hast du hier, wie gesagt, die rechte Seite, linke Seite. Gut. Das sind die Lieder halt, ne? Muss man halt auf jeden Fall gut aufeinander anpassen, ne? Ja, super. So, und du kannst uns noch kurz sagen, was so eine Ausstattung kostet? Also mein Equipment hat 1200 Euro dieses Teil hier und plus den MacBook. Okay, und das ist auch so, also ist schon ziemlich gute... Und halt die Kopfhörer, klar. Ja, ja klar, die Kopfhörer sind natürlich... Die sind wichtig. Das Nonplusultra. Gut, ja, dann... Dankeschön. Ja, dankeschön. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Beitrag, auch wieder passend zu unserem Thema Rhythmus und Blut. Da waren einige von OrgaTV waren in der Sporthochschule und haben sich da mal angeguckt, was es so für Salsa-Kurse gibt, also sprich für Anfänger oder aber für Fortgeschrittene. Ja, viel Spaß dabei. In dem Kurs Salsa für Anfänger lernt man Salsa in seiner ursprünglichsten Form kennen, als den lateinamerikanischen Tanz überhaupt. Zunächst zeigt die Kursleiterin Manuela die Grundschritte ausgiebig. Nach und nach kommen anspruchsvollere Figuren hinzu. Das Café Canossa bietet hierzu die optimale Atmosphäre. Neben den Salsa-Schritten lernen Teilnehmer ebenfalls die beiden anderen Tänze Bachata und Merengue kennen. Dies natürlich nur in abgespeckter Form. Das Hauptaugenmerk liegt auf Salsa. Die Kursgröße beträgt 50 Personen, also 25 Paare, und kostet 26 für Studenten, 31 für Bedienstete und 46 Euro für externe Teilnehmer. Ist jetzt Manuela, die Kursleiterin. An sie möchte ich ein paar kurze Fragen stellen. Und zwar zunächst, muss man irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen oder irgendwelche Gerätschaften, um den Salsa-Kurs zu machen? Nö, für den Tanzkurs, für den Anfängerkurs braucht man keine Vorkenntnisse. Und wer in Schuhen gut laufen kann, kann in den Schuhen auch gut tanzen.
Wunderbar. Braucht man denn einen Tanzpartner? Auf jeden Fall. Das ist ein Paartanzkurs und auf jeden Fall muss man mit Tanzpartner kommen. Und in jedem Semester haben wir immer wieder Tänzer, die meinen, oh, gerade Jungs, oh, Frauen gibt es immer zu viel. Aber das ist hier leider nicht so. Wir brauchen hier immer Männer eine Frau und Frauen einen Mann. Gut, und kannst du uns noch kurz sagen, zu welchen Zeiten der Kurs stattfindet und ob es auch noch einen anschließenden fortgeschrittenen Kurs gibt? Der Kurs findet zurzeit dienstags um 18 Uhr statt und der fortgeschrittene Kurs um 19.30 Uhr, auch dienstags. Vielen Dank. Gerne. So, also nach dem Tanzen hat man ja auch eigentlich immer Hunger, strengt ja an. Und in unserem nächsten Beitrag geht es um Baguettes in Saarbrücken, um den Jérôme. Vielleicht ist das schon manchen Leuten Begriff, euch bestimmt auch. Was haltet ihr denn vom Jérôme? Einfach spitze. Also der Mann macht echt gutes Essen. Ja. Vor allem, wenn man morgens aus der Disco rauskommt, total fertig. Das kann ich nur bestätigen. Ich gehe da auch immer sehr gerne hin nach dem Disco-Besuch. Ist in der Mainzer Straße und da werdet ihr jetzt einen kleinen Beitrag vom Philipp zu sehen bekommen. Wir von Orga TV befinden uns heute hier in der Mainzer Straße, nähe Edeka und auch gar nicht weit weg von dem berühmten Secret Club. Hier in dem Nachtcafé Chez Jérôme könnt ihr ab 4 Uhr morgens alles essen, was das Herz begehrt, von Baguettes, die auch gewärmt sind, über alle möglichen Brötchen oder auch eine Tasse Kaffee trinken, bevor ihr euch auf den Weg nach Hause macht. Hier an der Theke bekommt ihr von den freundlichen Mitarbeiterinnen eure Baguettes frisch zubereitet. Außerdem könnt ihr neben Baguettes und Brötchen auch frische, leckere Croissants und Frikadellen bestellen. Im Außenbereich könnt ihr nachmittags entspannt unter der Sonne gemütlich eine Tasse Kaffee genießen. So, wir befinden uns jetzt hier in dem Hinterhof beim Jérôme. Hier kann man im Sommer, wenn schönes Wetter ist, aber hier ist auch überdacht, gut sitzen und gemütlich bei einer Tasse Kaffee auch ein Sandwich essen. So, hier neben mir haben wir den Jérôme. Hallo. Erklär uns doch mal kurz, seit wann es deinen Laden schon gibt. Seit 14 Jahren habe ich früher 4 Häuser weiter ein kleines Café gehabt. Vor 7 Jahren bin ich umgezogen. Und einfach, die Lage ist hier etwas besser als drüben? Ja, größer, weniger Lärm, mehr Platz. Okay. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dein Café auch nachts offen zu lassen? Spontan so gekommen. Nachts kann ich nicht schlafen und das ist gerade so passiert. Also quasi ein Mittel zum Zweck, dass man sich die Zeit der Nacht ein bisschen vertreiben kann. Ich brauche nur 4 Stunden zum Schlafen und dann was tun. Die Besucherzahl ist nachts auch noch groß? Ja, hat immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Ja. Was kann man denn alles bestellen bei dir? Was gibt es denn in deinem Sortiment zu essen? Jérôme Spezial, Fleischkäse mit Käseback, Märgesfrikadelle, normale Frikadelle oder kalt, Käsebaguette, Schinken, Fleischkäse. Alles, was das Herz begehrt. Also jeder kann hier hinkommen und findet auf jeden Fall was zu essen. Jawohl, oder auch Croissant oder auch Maibach. Ja, okay. Und wenn du sagst, du hast den Laden jetzt nachts offen, dann ist es ja so, dass viele Menschen auch nach der Disco hier rüberkommen, auch vielleicht ein bisschen was getrunken haben. Gab es schon mal irgendwelche Vorfälle, dass man randaliert hat? Wenig. Passiert manchmal, aber du musst mal konsequent sein. Und dann wirfst du einfach raus und dann ist okay. Jawohl. Okay, gut, dann danke für dieses Interview und damit gehen wir zurück ins Studio. Dankeschön. Nee. So, jetzt sind wir auch eigentlich schon am Schluss von unserer Sendung, aber wir haben heute noch einen Special Guest sozusagen, und zwar den Felix, unseren Betreuer. Der verlässt uns nach 8 langen Jahren, 4 Jahre war er Hiwi, geht jetzt an die Uni in Freiburg und ja, den möchte ich jetzt mal noch kurz reinbitten. Felix, komm zu uns. Hallo. Ja, das ist eine Überraschung. Ja, du wusstest gar nichts davon, dass du jetzt zu uns kommen solltest. Aber wir haben uns gedacht, weil du ja jetzt immerhin 8 Jahre hier warst, vielleicht möchtest du noch was am Schluss sagen, also so, ja, als Schlusswort sagen. Und kannst du uns gleich noch erzählen, was du denn so Lustiges erlebt hast in der Zeit und generell, wie die Zeit so für dich war. Ja, die Zeit war für mich natürlich, ist mir viel kürzer vorgekommen als 8 Jahre, war immer spannend hier am Lehrstuhl. Das ist, glaube ich, das Tolle, dass wir sowas wie Orga TV machen, bei dem man eben auch mal was ausprobieren kann. Auch ich lerne ja dabei immer, wenn wir irgendwie was Neues ausprobieren. Wir haben jetzt ganz viel neues Equipment, das wir dieses Semester noch ausprobieren werden. Das heißt, das ist, glaube ich, wirklich das große Motto hier. Das heißt, nicht stehen bleiben, sondern eben immer mal irgendwas Neues machen.
Ja, und viel wichtiger, dass ich weggehe, ist eigentlich, wer jetzt OrgaTV weiterhin betreut, beziehungsweise das Multimedia-Praktikum. Ja, genau. Von daher würde ich doch mal meine neue oder meine Kollegin Nathalie gerne mal im Studio holen. Jetzt müssen wir mal rutschen. Ja, jetzt müssen wir Platz machen. Jetzt wird es langsam eng hier. So, das ist die Nathalie, unsere neue Betreuerin. Warst du schon mal vor der Hallo. Kamera? Hallo. Ja, ich war schon mal hier an der Weihnachtssendung, zur Weihnachtssendung. Habe mehr oder weniger hier meinen Einstand gehabt zur Weihnachtssendung mit der Frau Dr. Müller zusammen, die das Ganze moderiert hatte, weil unser Chef damals, Professor Scholz, in einem Forschungssemester war. Ja, und ich werde jetzt die Truppe hier betreuen. Ich freue mich schon sehr. Ich bin sehr gespannt auf die Arbeit. Ja. Ja, dann kann ich jetzt auch noch gerade, oder willst du zuerst? Ich wollte dich nur fragen, was du dann, also irgendein lustiges Erlebnis, was dir besonders in der Zeit in Erinnerung geblieben ist, dass du vielleicht noch kurz was erzählst, wenn dir gerade was einfällt. Also es waren ehrlich gesagt zu viele lustige Erlebnisse. Ach so. Ein lustiges Erlebnis. Ja. Nee, sorry, ich muss leider passen. Okay. Ist nicht schlimm. Ich könnte jetzt nach zwei Bier viele lustige Erlebnisse erzählen, aber spontan jetzt bekommt gerade keins. Noch ganz kurz, was machst du? Ja. Also was arbeitest du jetzt in der Uni in Freiburg? Ich habe mich jetzt ja hier in der Forschung mit Diversity Management beschäftigt, schwerpunktmäßig, und werde jetzt an der Uni Freiburg ins Diversity Management gehen, das heißt in die Uni-Verwaltung. Mhm. Und das heißt, ein Diversity Manager ist sowas wie... Oh, das ist aber erst das Erste. Das schaffen wir während der Sendung nicht mehr. Das heißt, ja, im Zweifelsfall Frauenförderung, Nachwuchs, Wissenschaftlerin, geht aber auch um sowas interkulturelles Zusammenarbeiten. Okay. Da ist Diversity Management ganz breit. Gut. So, jetzt habe ich aber noch ein kleines Anliegen. Und zwar habe ich hier einen kleinen Schlumpf mitgebracht. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mal einfangen kann. Ja, das ist unser symbolischer Orga-TV-Schlumpf mit Kamera, den ich dir hiermit überreiche. Ja, und ich bedanke mich recht herzlich. Ich werde ihn in Ehren halten und an dich denken und hoffe, dass ich eine würdige Vertretung sein werde. Nein, nicht Vertretung, Nachfolgerin. Okay. Und wir wünschen dir natürlich noch viel Glück auf deinem weiteren Weg und alles Gute. Dankeschön. Cool, ich gebe jetzt nochmal zurück an die Moderatoren und verabschiede mich auch von dieser Stelle. Dankeschön. Alles klar, danke. So, jetzt sind wir am Schluss unserer Sendung. Genau, nächste Woche ist unser Thema Schreib dich nicht ab. Und da werdet ihr auch wieder zahlreiche Beiträge dazu sehen. Ja, also wenn es euch gefallen hat heute, schaltet doch einfach nächsten Mittwoch wieder ein um 18.18 Uhr. Ja, bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Thank you.